Ja, guck mal, da ist einer The Folter. The Folter, ja. Und God of Darkness, oh, das ist ja wie. Servus, Leute, Knochen hier. Mit Bärbel Franz. Der Kaiser Wilhelm. Berline, ja. Bärbeline. Bärbeline, Brunhilde, Schigorfkopf. Heute fahre ich die Omaha. Ein ganz niedliches Schiff. Teufelskerl, sagt er. Omaha, Rang 5 bei den Amerikanern. Ein Kreuzer, 1923 in Dienst gestellt. 6 Einsergeschütze, A 152 mm, 14,8 Kilometer Reichweite. 2 Drillingstorpedowerfer, A 533 mm, 5,5 Kilometer Reichweite. Hörst du auf zu schießen, dann haut dir in die Fresse. 34 Knoten Maximalgeschwindigkeit, so wird reicht mehr. Das ist so ein Tier, ey. So. Oh, Torpedos! Torpedos! Bist du doof? Bist du doof? Alter, die kriege ich jetzt ab. Feuern Sie nicht auf Ihre Verbündeten. Dann natürlich ein Versehen. Wo fahren wir denn hin? Ey, wer schießt denn da auf mich? Ich weiß auch nicht. So, wo fahren wir? Hallo! So, jetzt sind wir quitt. Wo fahren wir hin? Nee, jetzt sind wir nicht quitt. Jetzt drehe ich erstmal. Jetzt kriegst du richtig Torpedos. Nee, noch nicht, weil ich mehr Schaden gekriegt habe. So, pass mal auf. Ich werde dich so kaputten. Ja. Ach Gott, ey. Da ist eine Zerstörung. Wollte ich gerade sagen. Hinter dem Berg, weißt du? Ja, fahren wir links oder rechts? Sag mal an, ich muss jetzt. Rechts. Das war eine kurze und klare Ansage. Aber er muss ja trotzdem nicht so brüllen, ey. So. So, komm raus. Ich sehe ihn doch. Ja, da ist er. Und ich werde ihn zerschießen. Meiner! Nee. Ja. Hat ja fast geklappt, ne? Ja, hat ja sowieso nicht gebracht. Der nächste kommt. Ja, scheiße. Juro. 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 Was macht ihr da? Echt jetzt? Ja, der fährt zurück. Ja, ich muss jetzt auch zurückfahren, weil ich ja blöderweise hier schon so nah an die Insel rangefahren bin. Aber ich sag dir, der ist gleich, der kommt gleich, da ist noch, eine Kuma ist auch noch da. So, ich fahr vor. Alter, was für ein Dreck ist los mit den Frames hier. Du hast Torpedos direkt voraus. Hast du die rausgeschickt? Nee. Oh. Leute, lass mich in Ruhe. Warum ist es mit den Servern heute wieder hier? Okay, ah, jetzt muss ich wieder wechseln, also nochmal. Ich mache eine kurze Pause. Bist du weg? Ja. Weil ihr so Verpisser seid und Angst habt und ich war geradeaus. Wieso? Ja, wenn da so viele Leute sind, da fährst du doch nicht einfach rein. Das hat doch nichts mit Verpissern zu tun. Bis gleich. Bis gleich. Ja. Oh, scheiße. LOL! Okay. Bis gleich, Leute. Du willst also Eltern zerschlagen von Kindern, die brüllen. Ja. Hallo. Da sind wir wieder. Moin. So, es lief ja mal gerade richtig gut. Für die anderen. Mhm. Ja. Also, wenn ich das jetzt mal analysieren müsste, ja. Du warst richtig scheiße. Und ich war auch. Also, ich war nur richtig dreckig, aber du warst richtig beschissen. Aber woran lag es? Ja. Sag's mir. Woran lag es? Was war? Ja, was war denn?
Ja. Was war, Mann? Ich hab dich gefragt. Nee, du hast mich nicht zu fragen. Du kannst ja nicht auf eine Frage mit einer Gegenfrage antworten. Ja, guck mal, ich zeig dir gleich mal, was ich alles kann. Ja, außerdem bist du vor mir verreckt. Ja, nur wegen dir. Ja, jetzt denkst du, bist besser mit deiner Kongo hier. Ich glaub schon. So. Wo wollen wir hin? Ja. Geradeaus. Nee, ich war zu A. Schön, keine Insel, keine... Keine Inseln, ja. Was keine war? Steine im Weg. Die Steine, das sind ja Inseln. Echt? Hm. Ich dachte, das ist Storpur. Echt? Nee. Ja. Nee, glaubt man nicht. Hm. Jetzt muss halt aber was werden hier. Hm. Ja, nett. Hey, du bist so ein Primat. Kannst du nicht normal trinken? Nein. Ich dachte, das ist normal. Wie schreibt der denn Vampir? Ey, wie nennt er sich Vampir? Mit IE oder was? Da fehlt doch das H. So. Ja, sag mal was. Was? Mhm, danke. Bitte. Gerne. Das ist schon ein Aufklärungsjäger. Oh, da kommt schon. Da kommen schon Sachen. Was? Die Torpedobomber kommt schon, ja. Sie kommt zu dir. Ja, aber sie mich. Ja. Scheiße. Oder auch nicht. Doch, die kommt zu mir. Die sind ja schon raus. Jetzt kriegst du was ab. Ja, wie du mir immer die Pest am Arsch wünschst, ey. Versteh nicht. Nein, das ist einfach so. Warum ruckelt das so Bestie, ey? Ist das nicht bestialisch? Oh, du schaffst das. Bravo. Profi. Keine Ahnung, was er für Probleme hat. Vielleicht Bratpfanne zu oft gegen den Kopf gehauen oder so. Ah, oh Mann, Alter. Was hier für Leute unterwegs sind, ne? Nicht zu fassen, ey. Das heißt, man hat noch so einen Spaß, so ein Geruckel hier. Vom Allerfeinsten. Was für ein Typ, ey. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat er schlecht geschissen heute oder so. Ich glaube, auf A wird's eher blöd. Ja, das sieht so aus. Ziehen wir woanders hin, oder was?
Ja, dann drehe ich jetzt ab. Dreh mal ab. Ich drehe auch. Boah, jetzt melde ich den. Ich melde ihn gleich. Oh, ich muss mich noch eben verbessern. Den Mentalkrüppel schreibt man groß. So, jetzt fahre ich wegen dem in diese Scheiße rein da. Ne? Mhm. So ein Fuck. Also kann man nicht spielen hier. Also echt jetzt. So, aber gut, ist egal. Jetzt lassen wir uns nicht weiter darauf ein, ne, was der Vogel von sich gibt. Was, Nazi? So, jetzt ist vorbei. Jetzt ist er dran. Willst du jetzt melden, oder was? Ja. Wie kommt er darauf, dass ich ein Nazi sein soll? Was ist er denn für einer? Guck mal, jetzt labert er den anderen auch noch zu. Der ist ja voll fertig, der Typ. Mhm. Vielleicht ist er Kokainsüchtiger oder so. Wir sind ja alle so fertig hier, dass er nicht zu fassen wird. Hm. Wen haben wir denn hier noch? New York. Mit der falschen Muni. So, können wir auch nochmal spielen hier, oder was? Hm, ja. Ja, man konzentriert sich auf so einen Scheiß, echt. Ja. Ich war in der Linie. Man lässt sich irgendwie provozieren. Ja, eigentlich ist das dumm. Wir sind ja erwachsene Intelligenzbestien, ne? Ja. Und müssen uns ja mit so einem Kretin uns gar nicht abgeben. Ja, es, aber es verleitet dann schon so. An, aber diesmal hat mich das, angemacht, weil ich weiß nicht, wo sein Problem war. Keiner hat irgendwas gesagt oder so. Keine Ahnung, der hat irgendwie ein Problem mit Deutsche. Ich weiß nicht wieso. Sollte echt weg hier. Ich würde was schreiben. Ich habe was echt. Ich lasse es einfach. Ich scheiß drauf. Alter, was? Was für eine Geschichte? Kannst du deutsche Schlampe auch polnisch? Ey, die schießen mich hier richtig weg, ne? Jetzt habe ich mich so ablenken lassen von diesem Penner.
Das regt mich eigentlich auf, ne? Eigentlich regt mich das auf. Mich regt auf, dass ich mich ablenken lasse von so einem Lappen, Alter. Was ist los? Der ist ja so... Was schreibst du da? Ich habe ihm geschrieben, dass ich doch Polnisch kann, du Idiot. Und der hätte es besser ausgesehen, wenn er ein bisschen sich besser benehmen würde, statt Schande über Polen zu bringen. Also. Warum spricht der Deutsch, wenn er Deutsche so scheiße findet? Ich verstehe nicht. Ja, keine Ahnung. Ich bin übrigens zerschossen worden. Exakt 17 Treffer. Ja, ich habe mich auch ablenken lassen. Ich hätte einfach den Chat ausmachen sollen. Das ist echt. Ich kann es nicht lassen, weil er mich provoziert. Aber richtig. Ich würde gerne pink sein jetzt im Moment, weißt du? Wo ist denn der Typ? Ja, ich melde ihn mal. Ich hab den schon gemeldet. Ist er denn? Der ist schon weg. Abgeschossen? Naja, der wurde abgeschossen und deswegen ist er wohl weg dann. Aha. Und jetzt schreibt er nichts mehr? Nee, wahrscheinlich weil er rausgegangen ist. Ja, gut. Ich könnte mir fast vorstellen, dass er von ein paar Deutschen weggeschossen wurde heute und jetzt komplett durchdreht, ne? Mhm. Ja, machen wir noch eine Runde? Na klar. Aber es ruckelt so stark heute, ich weiß auch nicht, ey. Aber auch ständig Lags dazwischen und so, ne? Mhm. Aber okay, jetzt ist ja auch Wurst dann. Ja. Ne, also bis gleich hier. Jo. Mit deutschen Hasser. So, Madams. Hallo. Jetzt noch eine Runde. Jetzt eine richtig gute Runde mit uns Nazis. Ne? Ja, ich lese jetzt in diesem blöden Chat nicht mehr. Vitam? Alle auf dem Weg zur Babcia Plaza Tova. Ah, schade, er ist nicht da. Ja, wir haben einen Typ drin namens Bolschewikas. Hatten wir den nicht gestern? Nee, der hieß ein bisschen anders. Nicole Schoss, irgendwas hieß der, so war das, ne? Mhm. Nee, wir wollen jetzt nicht wieder da reinfahren, oder? So, Mann, was sind wir doch für scheiß deutsche Drecksnazis, ne? Wir wollen uns nicht aufregen. Nee, reg mich ja nicht auf. So was. Ich meine, der ist so einer, der macht auch auf dem Terranfeld, macht er sich oft das Feuer, ne? Also. Ja, mich hat das schon aufgenommen. Weil das ist einfach peinlich. Das ist peinlich. Das ist die Frage, für wen ist es peinlich? Für Deutsche oder für Polen oder für beide? Ja, je nachdem, welche Nationen wir waren. Ist ja auch egal, das ist einfach peinlich für alle anderen. Oh, ich glaube, hier sind wir dann nach hinten. Fährt keiner rein dann, ne? Keine Bock drauf. Ja, das ist so eine gefährliche Ecke dann. Das Blöde ist, man merkt sich dann, man fährt da 50 Mal hin und einmal merkt man sich, dass man Glück hatte und niemand da ist, ne? Und dann denkt man, jo, klappt dann auch wieder, ne? Das macht man dann 10 Mal hintereinander, aber man wird nur zerschossen, ne? Mhm. Eigentlich wohl dämlich. Da kommt schon Marinebomber. Kommt er zu dir? Nee. Ich weiß nicht. Kommt er zu mir? Weiß ich nicht. Ich glaube, er ist bei den Hollywood. Ja. Wieso fährt er dahin und. Ich weiß auch nicht. Ja, muss er jetzt zusehen, wie er klarkommt. Ich meine, gut, er hat noch einen anderen Zerstörerkollegen dort, aber
Ich würde jetzt auch nicht hinfahren. So, jetzt ruft er um. Warum ruft er jetzt um Hilfe? Der ist doch da reingefahren. Ja, das meine ich. Der fährt dahin. Das hatten wir aber das vorletzte Mal, glaube ich. Auch schon. Ja, stimmt. Da hat auch einer noch gefragt, warum fährst du da hin? Warum rufst du denn um Hilfe? Dann dachte ich mir auch, ja, irgendwie. Aber gut, ich habe das wahrscheinlich auch schon mal gemacht. Ich habe mich selbst in eine Situation gebracht, wo ich dachte, das war jetzt nicht clever. Und drückt mich dann auf, dass keiner kommt, weil die sich alle denken, warum sollen wir da hinfahren? Dann gehen wir doch auch drauf. Alter, hab ich Lags. Ich hatte auch kurz so. Und so richtig beschissenen Ping. Mhm. Ich glaube, das ist einfach, weil man am Wochenende spielt, ist mehr los hier, ne? Ja, ja, und es sind Ferien auch. Das kommt noch dazu, ne? Ja. Wir haben ja jetzt Ferien, wir. Ja. Ne? Mhm. Endlich können wir spielen, ne? Ja. Ich hoffe, ich komme durchs Abi, ey, echt. Welches Studium willst du denn? Ach, hier, Pennaristik. Ach. Okay. Ein Torpedo pour moi. Oh shit. Über mir sind lauter. Neben mir sind lauter. Ja, ich versuche jetzt so zu fahren. Oh nee. Oh Gott, jetzt kriege ich alle ab. Bum, bum, bum. Aber okay. Ich meine, du kannst doch auffrischen. Du hast nicht allzu viel Schaden bekommen insgesamt eigentlich. Ja. Meine Flagge so ab für den Arsch, echt. Schießt gar nichts ab. Wozu habe ich einen Jäger, wenn der nicht mal angreift? Also echt. Der denkt ja auch, oh ja, nö, lass mal kommen, Digga, nö. Jetzt habe ich drei verschiedene Typen hier. Fliegt schon wieder was auf mich. Ja. Da ist aber auch nicht wenig los. Jetzt ist es fast besser, wenn man doch auf der anderen Seite wäre. Ja. Ja, sollen wir wieder drehen oder was? Ja, komm, lass uns drehen. Ja, ich muss vielleicht noch einmal schießen. Oh, mein Katapult hier wurde zerstört. Ausgelaufen. Na denn? Ich verstehe nicht, die Omaha ist voll modifiziert, aber richtig was abschießen tut die auch nicht. Und als ich eine Omaha angegriffen hatte, ne? Mhm. Ja, ist als zerfetzt worden, ne? Apropos Omaha, da ist eine. Wo ist eine? Oh, da ist ein Zerstörer. Ja. Da sind sogar zwei Zerstörer. Echt? Oh mein Gott. Drei. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich drehe zurück. Na, ich versuchte. Drei Zerstörer, der Omaha und dahinter war noch ein Schlachtschiff, glaube ich. Wie denn? Ich kann Zerstörer sehr schwer von so einer Entfernung. Beschießen. Anvisieren und. Anvisieren und ja, weil die bewegen sich so viel. Mhm. Alter, was für ein Geruch. Die sind so schnell. Da ist das, glaube ich, unmöglich da. Oh Scheiße, wieso habe ich den nicht getroffen? Aber ich hab ihn getroffen, das gut. Ich hab ihn nicht getroffen, aber gut. Einmal, ne? Naja, immerhin hast du getroffen.
Scheiße, Mann. Dieses ständige Hin- und Hergewechseln nervt ja auch langsam. Okay, Vorteil ist, das sind Clemson-Zerstörer, die haben nur 5,5 Kilometer Reichweite, ne? Mhm. Oh, echt, jetzt ist hier hinter der Insel das. Noch mehr Zerstörer. Also voll mit Zerstörern. Ich werd bekloppt. Die haben ja 5 Stück. Ich schieße jetzt einfach mit AP auf den Zerstörer. Das ist mal richtig dämlich. Mit HP? AP. AP. Ja, weil da kommt eventuell noch ein Kreuzer an Reichweite. Ich habe eigentlich keinen Bock, wieder hin und her zu wechseln hier. Und die haben sich echt... Oh ja, ja, ja. Scheiße, wenn ich das jetzt nicht treffe, dann weiß ich auch nicht. Oh, du bist los. Okay, ich wechsle jetzt zum für die Zerstörer. Nein, ich habe jetzt abgewechselt, weil es geht. Ich muss sowieso abwarten. Hätte ich jetzt warten müssen. Die Nachladezeit, also. Klasse. Ein ist fürs Weg. Oh ja, hab ich gesehen. Aber bitte verbrennt hier. Cool. Aber wir haben nicht Schiffe für. Ich weiß nicht, was los. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe noch keinen Treffer. Jetzt habe ich einen Treffer. Hit it! Linie, scheiße. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich hab auch gerade was abbekommen, weiß nicht von wem. Fuck. Ballert den nochmal richtig hier die Sau. Mhm. Das hat er jetzt geschickt. Alter. Krieg ich ab. Ja, auf mich kommen hier auch welche. Gar nicht mal wenig. Ich habe gar nicht drauf geachtet, dass ich habe. Okay, ich habe den Zerstörer versenkt, aber. Oh, fuck it. Neben mir. Der ganze Dreck, ne? Ich bin gleich weg. Ich habe schon wieder verkackt hier. Na, kommt vor. Es ist auch nicht einfach, wenn du hier. Ja, vor allen Dingen. Wenn man unachtsam ist, ne? Ich werde abbrennen. Mist. Falls ich nicht vorher zerschossen werde. Ne, ich bring gleich ab. Und jetzt ramme ich noch ein und whoops. Und ich werde weg sein. Jupp. Das ist auch ich. Ich meine, dass ich überhaupt noch einen Kill geschafft habe, ja. Ey, wieso kann ich nicht wechseln? Manchmal hängt es. Ja, offensichtlich. Ich will jetzt zu dir rüber, aber komm, da komme ich nicht hin. Ich weiß nicht, wo die anderen Zerstörer sind, deswegen. Da ist einer. Yeah. Linkes Schiff, was ist das? Linkes Schiff, was soll das heißen? Ich habe diese Hänger noch nie gehabt, aber heute ist echt, echt hart. Ja. Ohne Clemson. Oh, da ist er. Mhm. Scheiße, jetzt habe ich die falsche Munition wieder. Ja, ist egal. Wir wechseln nur, wenn du die Zeit hast, ne? Mhm. Ansonsten schießt er mit dem, was du hast. Du darfst auch nicht vergessen, du hast ja so ein großes Kaliber. Das sollte auch funktionieren, dann ist er weg. Ja, ich muss mit uns drehen. Ah! Das war dumm. Kannst du auffrischen? Nee, in einer Minute erst. Geh mal lieber auf die Omaha.
es geht. Wieso bin ich? Was ist hier los? Ah, die geht auch auf mich. Oh, oh. Sind ja nur noch zwei. Du und der andere. Jo. Würdest du bitte nachladen? Schiffchen? Schiffchen? Schiffskischkowski? Ja, bitte. Nicht unser Tag heute irgendwie. Danke. Was? Echt jetzt? Ich bin die Letzte? Ja. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und ich glaube, der Clemson-Zerstörer will rankommen, aber der andere will sich jetzt verpissen. Ah, sehe ich. Ja. Kleine Pisse. Würdest du bitte nachladen? Ja? Schiffchen? Komm, mach bitte, bitte, bitte. Also wenn du Glück hast, überlebst du, weil wenn die in der Zeit jetzt cappen, dann... Alter, die drehen alle voll am Zeiger jetzt, ne, wegen dir, ne? Ja. So. Bitte nachladen. Oh, das hat er jetzt extra gemacht, ne, damit er mich nicht trifft. Meinst du, ja? Meinst du, der ist so netter, oder was? Ja, jetzt ist vorbei, ich verbrenne jetzt, weil ich nicht mehr reparieren kann. Ich kann gar nichts. Oh, da kommen Marinebomber. Das auch noch. Oh, und zwei Brände. Boom. Scheiße. Aber das ist... Er hätte noch ein bisschen durchgehalten. Die hätten gekappt und dann wärst du der letzte Überlebende als Überlebender auch noch gewesen. Ne? So, Teamwertung. Wie weit unten bin ich denn? Letzter oder? Hey, okay, wow, ich bin nicht der Letzte, echt. Ich auch nicht. Immerhin drei Flugzeuge zerstört. Immerhin. So. Danke fürs Zuschauen, dass ihr uns polnischen Nazi-Deutschen ne, die Treue haltet. Hinterlasst ein Abo, sonst schicken wir euch den Kollegen von der Runde davor vorbei. Ne? Der räumt euch dann die Möbel um. Und ja, ne, also bis zum nächsten Mal. Oh Gott, der ist schon so spät, ich kann nicht mehr denken. Also, ciao, ciao! Tschüss!